Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rätsel für euch. Und zwar habe ich Lord Gordon, ein Mops in königlicher Mission von Alexandra Fischer-Hunold gelesen gehabt. Das ist ein Ravensburger Verlag, erschien, hat 244 Seiten und kam 2016 raus. Und es ist eine super, super süße Mops-Geschichte. Ist auch richtig toll aufgemacht. Hier sind nämlich nochmal einige Charaktere, die drinnen vorkommen, nochmal gezeigt. Und zwar ist Lord Gordon von Victoria, Queen Victoria, der Hund. Und Lord Gordon hat natürlich einen persönlichen Mops-Butler. Ein Mops-Oberbutler, so. Ein Mops-Oberbutler und der Huxton. Und mit dem ist er. Ja, der macht eigentlich seine Arbeit ganz gut, aber mit dem ist er ein bisschen unzufrieden. Das heißt, er hat keine wirkliche persönliche Bindung zu diesen Menschen. Und er hat aber einen besten Freund und das ist der Colin. Und Colin ist einer, der aus den East End Englands kommt und das ist halt die ärmlichste Gegend in England. Und das ist so ein richtiges Ghetto, also da haben die Leute nicht mal richtig Schuhe. Sie sind froh, wenn sie überhaupt was zu essen zusammenkriegen. Und dort leben halt natürlich auch viele Streunerhunde. Und ja, die sind natürlich auch mit jedem, was sie bekommen, sehr zufrieden. Und eines Tages wird aber Lord Gordons bester Freund, den Colin, ein Verbrechen an, ja. Dem wird halt ein Verbrechen angestiftet, was er aber gar nicht getan hat. Und Lord Gordon glaubt natürlich seinen Freund und er versucht natürlich dann als Hund, obwohl die Menschen ihn nicht verstehen, das Gegenteil zu beweisen. Nämlich zu beweisen, dass sein bester Freund nicht der Dieb ist, der der königlichen Königin den goldenen Löffel gestohlen hat. Ja, es ist ein goldener Löffel. Und um den es geht und ja, und da macht sich natürlich Gordon natürlich auf die Suche nach seinem besten Freund in die East End Seite von London und er kennt natürlich nur den Buckingham Palace und er wurde extra ausgebildet, um der Königin ja ein Symbol und hat halt auch Benehmen und alles gelernt. Also er isst hauptsächlich am Tisch und kaut natürlich sein Essen, kriegt nur das Feinste vom Feinsten. Und jetzt ist er natürlich in den East End und erlebt ein richtig krasses Gegenteil. Und ja, er sucht natürlich seinen Freund und er will natürlich auch den richtigen Dieb finden. Und er lernt natürlich auch andere Hunde dort kennen. Und ja, was er da alles so erlebt, müsst ihr natürlich selber herauslesen. Das ist auf jeden Fall eine sehr süße, spannende Geschichte. Und es ist natürlich nur aus Hundesicht geschrieben. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und es sind kurze Kapitel, es ist leicht zu lesen und es ist auch geeignet für Kinder. Es sind auch immer so kleine Bildchen vorhanden. Und hier ist halt immer dieser Löffel abgebildet und dann die Überschrift vom nächsten Kapitel. Ich kann euch noch ein anderes Kapitel. Also es ist halt immer ein Löffel und dann halt die Überschrift. Und ja, also es liest sich richtig goldig und auch was Lord Gordon noch dazulernt und was er überhaupt mitkriegt, was außerhalb seines Buckingham Palace das abgeht, müsst ihr natürlich selber herauslesen, aber. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, also dieser kleine süße Mops spielt Detektiv. Und ich finde es schade, dass es ein Einzelband ist, weil ich würde mich riesig darüber freuen, wenn vielleicht noch ein Teil herauskommen würde, wo der liebe Lord Gordon vielleicht noch einen Fall löst oder so. Es wäre auf jeden Fall richtig süß. Und ja. Also, er ist zwar komplett erzogen und hat eine richtige, ja, hochgesittete Erziehung durchgemacht. Und er ist natürlich ein Hund mit Stammbaum und alles. Und ja, auf jeden Fall lernt er vielleicht auch mal richtig Hund zu sein, weil er wird immer nur getragen. Und er, ja, Möpse sind ja von Natur aus ein bisschen
knuffiger, nenne ich es mal. Und ja, und das ist natürlich kein, sage ich jetzt mal, so ein Sporthund, der halt übelst joggen kann und rennen kann, bis zum geht nicht mehr. Nein, Möpse sind natürlich so, dass die von der Nase her schon allein kaum Luft kriegen. Und wenn er dann halt die ganze Zeit nur noch getragen wird und übelst knuffiger wird, als er eh schon ist. Also ja. Und ja, auf jeden Fall richtig süß gemacht. Auch die kleinen Bildchen ab und zu. Also Bildchen sind sehr wenig dabei, aber ist schon süß gemacht. Auf jeden Fall könnt ihr sehr gespannt sein. Es kommen sehr, sehr viele tolle Sachen vor. Und wir lernen sozusagen auch mal England bzw. London aus der Sicht eines königlichen Mopses kennen. Auf jeden Fall richtig süß und spannend und für Kinder auf jeden Fall geeignet. Also ich würde sagen, ab 10 Jahren Minimum. 10 Jahre bloß, würde ich sagen. Hat auf jeden Fall ein riesengroßes Highlight war es für mich. Und die Aufmachung ist natürlich auch richtig goldig. Hinten ist auch nochmal so eine Aufmachung und hinten ist auch nochmal das gleiche Bildchen drin wie vorne. Also hinten und vorne ist ein und dasselbe Bildchen. Was ich auch nicht schlecht finde. Ja, auf jeden Fall eine Leseempfehlung für mich, für euch. Okay, mein Lieben, das war's von mir. Tschüss!